Einen wunderschönen guten Tag und hallo aus Roadtriphausen. Keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Eine Stunde von Sacramento entfernt. Und wir sind gerade auf dem Weg nach Oregon. Endlich! Nach einem Jahr Planung, beziehungsweise keine Planung. So gut war der Roadtrip geplant, dass ich gestern um 4 Uhr nachts ins Bett gegangen bin und um 5.30 Uhr aufgestanden bin und jetzt 13,5 Stunden fahren muss. Sehr gute Idee. Ist es eine gute Idee, Philipp? Ja. Ja, denn Philipp ist auch heute dabei. Hallo! Ah, ja. Ja, also wir sind jetzt schon seit ungefähr 4 Stunden unterwegs. Wie gesagt, fast bei Sacramento. Das Sacramento spricht man so aus. Sacramento. Sacramento. Schon ziemlich witzig, muss man sagen. Und ich habe noch gar nichts gefilmt, weil die ersten 5 Stunden, bis man nach Sacramento ist, so langweilig sind in der Fahrt. Da ist wirklich nicht viel zu sehen. Aber ich sage euch, was euch gleich erwartet, wird wunderschön. Was denn? Schöne Landschaften. Oh. Oh, schöne Landschaften. Schöne Landschaften. Wir sind auf dem Weg nach Sun River in Oregon. Und wir werden Halt machen, wahrscheinlich in Dunsmuir bei einem Wasserfall. Viel Spaß mit den Impressionen in diesem Video. Krass, man könnte denken, man ist hier gerade in Deutschland. Bis auf die Berge im Hintergrund, also zumindest Norddeutschland, da gibt es keine Berge bei uns. Aber ansonsten hier Felder, Kühe, ist nicht viel anders. Außer Thomas anders. Geronimus kennt er. Wir waren eben im Norden von Deutschland, jetzt sind wir nördlicher gefahren und jetzt sind wir eher im Süden von Deutschland. So funktioniert das hier. Die Welt ist umgekehrt. Ein schlechter Trick, ja. She's my lover. Hallo! Meine lieben Freunde! Sie sehen aber gar nicht aus wie eine Fledermaus. Sie sehen eher aus wie ein Mann in einem schwarzen Kostüm, der gerade erst zum Mann geworden ist. Dank mir! Gebrannt. Dir brennt es immer. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Vlog von, naja, vor 2 Jahren, das letzte Mal, als ich in Oregon war. Da war ich hier zur Feuersaison und da war hier alles abgebrannt, also gerade frisch. Und ihr seht selbst von, wahrscheinlich war das im Oktober, November, wann es immer brennt, jedes Jahr aufs Neue. Immer wieder das Neue. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind fast in Dunsmuir, wo wir gleich aussteigen werden und uns einen schönen Wasserfall angucken werden. Wasserfall, Wasserfall. Bist du bereit, Philipp? Ich bin bereit für einen Wasserfall. Schön. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, bleiben darunter verborgen und dann. So fühlt man auch seine Videos. Ja. Ja, da könnte ich jetzt viel Werbung drüber schalten.
She's my lover. So, wir sind jetzt in Dunsmuir auf dem Weg zu den Mossbray Falls. Da war ich auch schon vor 2 Jahren, wie gesagt, aber nicht mit dieser Kamera. Das heißt, ich kann jetzt noch schönere Aufnahmen von diesem wunderschönen Wasserfall machen. Ich freue mich. Freust du dich schon? Er erzählt jetzt immer so viel Tolles darüber, jetzt kann ich mal selber sehen. Ja, ist echt schön und hier ist auch schon der erste Schnee. Schnee! Ah. But I look down from my tall window, down to the busy street of mine. I couldn't hear a sound that was louder than the one inside my mind. Ein Zug kommt. The kids were climbing up telephone antenna poles. Their mothers sat on brown park benches and we're waiting to get old. Das war der längste Zug, den ich jemals gesehen habe. Ungelogen, das hat 35 Minuten gedauert, bis der jetzt hier vorbeigefahren ist. Ungelogen? Ungelogen. Das war gelogen. No! Ah! Jetzt habe ich einen Schnee im Schuh. Ja. Das war auch mein Plan. Von Anfang an. Es war mein Traum von Anfang an. Ich werde Meister. Ich glaub daran. Glaub daran. Pokémon. From seeing the daily weary faces for an hour that I'm alive. Still I'm playing out for Nichols. Und solltet ihr jemals hierher kommen, wenn ihr dieses Tor seht, beziehungsweise diese Brücke, nicht weitergehen. Da geht es rein. Das war doch schon mal richtig schön. Der erste Tag auf dieser Reise. Wir sind hier bis Freitag. Heute ist es Sonntag. Ihr seht das Video erst am Donnerstag. Dieser Wasserfall ist wirklich genauso, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Nur jetzt hatte ich auch die Drohne dabei und Phil auch. Das war ganz schön cool da. War ganz schön cool da zu fliegen, oder? War gefährlich. Gefährlich, ja, aber wirklich, ich glaube, ich habe noch nie so viel Spaß gehabt mit der Drohne am Wasserfall und so. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas vom Weg zeige, aber ansonsten sehen wir uns in unserer Hütte. Ja, 3,5 Stunden oder so haben wir noch. Es ist dann leider schon dunkel geworden, aber wir sind jetzt angekommen in Sun River in unserer Ferienwohnung, im Ferienhaus. Und das werde ich auf jeden Fall noch in einer Roomtour zeigen, denn es gibt, glaube ich, 1-2 interessante Sachen hier, die man zeigen kann. Auch was ein typisches amerikanisches Haus betrifft. Da gibt es nämlich so kleine Unterschiede, die hier recht üblich sind, die man in Deutschland eher selten sieht. Außerdem ist dieser Ort, in dem wir sind, Sun River, echt sehr interessant. Es ist nämlich nicht einfach nur so ein
kleines Dorf, wie ich dachte, mit Häusern, sondern es ist so ein richtiges Resort fast. Werden noch 4-5 Vlogs, glaube ich, insgesamt folgen hier von unserem Trip. Vielen Dank an alle meine Patreonen für euren Support. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und falls ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt oder was auch immer ich hier anzeige, hier ist ein Video, das ihr auch noch angucken könnt. Folgt auch Philipp. Ja, bitte. Infant Cinema. Ja, bitte. Bis zum nächsten Mal. Peace. Halleluja. Halleluja, halleluja.